Tag zusammen! Humor aufteilen. Wer nicht glaubt, dass Lachen gegen Schmerzen hilft, dem empfehle ich evidenzbasiert gerne eine kleine Fallkontrollstudie an sich selber. Besorgt euch einen Hammer und haut euch zweimal hintereinander auf den eigenen Daumen. Einmal allein und dann nochmal in Gesellschaft. Man spürt den Unterschied. Alleine tut es lange weh. In Gesellschaft musst du über dein Missgeschick lachen und der Schmerz lässt nach. Und deshalb sollte Menschen mit Schmerzen nicht alleine sein und was zu lachen bekommen. Herzlich willkommen zu einer Vorlesung, die das Humane in der Humanmedizin stärken will. Und dafür bin ich vor 10 Jahren angetreten mit der Stiftung und wir haben heute 2 Teile. Das eine, erste große Thema wird sein, warum ihr Teil der Behandlung, Teil des Medikamentes seid. Und nicht nur als Person mit der nonverbalen, sondern auch maßgeblich mit den Worten, die heilen oder auch schaden können. Der zweite Teil wird darum gehen, wie eure Zukunft auch mit einem der großen Megathemen der Gesellschaft, der Welt zu tun haben wird, nämlich der globalen Klimakrise. Was die mit Gesundheit zu tun hat, das haben die wenigsten bisher auf dem Schirm. Ich habe davon in meinem Studium gar nichts gehört. Und Hand hoch, wer von euch hat schon mal von dem Klimawandel- und Gesundheitsthema gehört? Okay, dann seid ihr hier am richtigen Ort. Ihr kriegt nämlich nicht nur meine Sicht, sondern wir haben auch noch 2 weitere Gäste hier auf dem Podium, die dann aus ihrer Bonner und aus der Sicht eines Allgemeinmediziners dazu Stellung nehmen. Ich fand es sehr wichtig zu erwähnen, dass es eigentlich eine interprofessionelle Veranstaltung sein könnte, denn das, was ich sage, gilt für jeden Menschen in einem Gesundheitsberuf. Und deswegen bin ich vorneweg erstmal neugierig, Hand hoch, wer ist denn nicht angehender Arzt oder Ärztin? Welche anderen Berufsgruppen sind heute hier? Spannend! Ich darf mal ganz kurz horchen, welche Molekularbiologie? Ja, sehr schön! Magnifizenz! Wer hat einen Beruf aus der Pflege? Wo arbeiten Sie? An der Uni? Pflegewissenschaft oder? Nein. Krankenschwester. Herzlich willkommen. Dann werde ich Sie nachher auch gleich fragen, was Sie sich wünschen, dass Medizinstudierende Umgang mit Pflegenden anders machen können. Weil ich eins gelernt habe in der Zeit als Arzt im Praktikum, meine zentrale Frage war nicht, welcher Arzt hat Hintergrunddienst, den sollte ich sowieso in Ruhe lassen. Meine zentrale Frage war immer, mit welcher Schwester werde ich diese Nacht bestehen oder auch scheitern. Deswegen merkt euch das, die Pflegenden. Die haben auch meistens Zugang zu Kaffee und hochkalorischen Dingen, während du da allein in deinem Arztzimmer vor dich hin vegetierst. Ich sag's euch, das sind die entscheidenden Machtzentralen auf der Station und Kompetenzzentralen. Hand hoch, wer ist noch in einem anderen Beruf außer den Pflegenden? Ja? Apotheker? Was noch? Erzieher? Für mich ist jeder Erzieher auch ein Ehrendoktor wert. Warum? Weil die zentrale Frage, habe ich ein halbwegs gesundes Verständnis für meinen Körper, für das, was ich esse, wie gut mir Bewegung tut, das ist bis zur Einschulung schon mehr oder minder festgelegt. Wir wissen heute sogar schon viel darüber, dass selbst im Mutterleib entscheidende Weichen bereits gestellt werden. Aber die Erzieher sind wie die Pflegekräfte ein Gesundheitsberuf, dem man das erstmal weder an der Bezahlung noch an der Wertschätzung der Öffentlichkeit ansieht, welche fundamentale Bedeutung sie für ein gesundes Leben haben. Deswegen herzlich willkommen, freue ich mich sehr, dass diese Gruppe heute hier vertreten ist. Die Gesundheit folgt nämlich der Bildung. Der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen einem Menschen, der viel Bildungsressourcen hat und einem, der weniger hat, was schätzt ihr, was ist das? Gib mal einen Daumen. Nur als Vergleich, wenn man alle Krebserkrankungen eliminieren könnte, würde sich die Lebenserwartung um 2-3 Jahre verändern. Was glaubt ihr, ist Bildung so mächtig wie Krebs oder weniger? Oder mehr? Mehr. Haltet euch fest, es sind 10 Jahre. 10 Jahre haben wir mitten in einem der reichsten Länder der Welt eine Schere zwischen den
Zurückgelassenen und den Geförderten. Und das geht los im Mutterleib und geht dann in die Erziehung und in den Schulen und. Was haben wir noch für Berufe? Mathematiker. Was genau ist deine Frage an diese Vorlesung? Ja, gut. Auf. Du wohnst mit zwei Medizinern zusammen, du bist sozusagen vorbelastet. Sehr gut. Jetzt darf ich auch was verraten, dass ich sehr davon überzeugt bin, dass die Fächer, die ich während des Studiums total ätzend, überflüssig und fehl am Platz fand, im Nachhinein erst mir klar wurden, wie entscheidend sind. Zum Beispiel ein Grundverständnis für Mathematik. Denn man sagt so häufig, häufig ist es häufig. Wenn ein Pharmavertreter bei euch in die Praxis kommt und sagt, hier, ich habe ein Medikament, damit kann ich die Häufigkeit von einem Herzinfarkt bei Ihren Patienten halbieren, dann denkt der mathematisch wenig Gebildete, her damit, tolle Sache, muss ich sofort einsetzen. Was ist eure Frage? Prozent wovon? Was ist die Number needed to treat? Wie viele von meinen Patienten haben denn sowieso keinen Herzinfarkt? Und wenn auf die nächsten 10 Jahre von 1000 Patienten 10 nur einen Herzinfarkt oder Schlaganfall kriegen und mit dem Medikament 5, dann stimmt die Aussage, dass ich damit irgendeine Wahrscheinlichkeit verliere. Die Chance, dass ich aber einer von den 5 und nicht einer von den 995 bin, ist minimal. Und wenn man das mathematisch so präsentiert, dann verstehen die allermeisten Menschen, dass sie viele Medikamente, die wir ihnen jeden Tag reindrücken, nicht brauchen. Weil die Chance, dass sie selber davon profitieren, nicht besonders hoch ist. Und dafür braucht man Mathematik. Herzlich willkommen. Erzählen Sie das mal den beiden Mitbewohnern. Und noch weitere Berufe? Rechtswissenschaft. Es ist nicht fair, dass 95% aller Juristen dem ganzen Rest so einen schlechten Ruf eintragen. Das war ein Witz für den Mathematiker. Aber nein, die Juristen erlebt man maßgeblich als hinderlich. Eine gute Behandlung. Nichts gegen Sie, Sie sind wahrscheinlich einer von den Guten, sonst wären Sie auch nicht hier gelandet. Oder wohnen Sie auch mit einer Medizinerin zusammen und, ja? Ich kann Gedanken lesen. Beispiel, Beipackzettel. Beipackzettel werden geschrieben für Patienten? Nein, für Juristen. Warum? Weil man sich absichern muss. Deswegen schreibt man jedes Risiko, jede Nebenwirkung, alles, was irgendwann mal im Zusammenhang, und damit meine ich Korrelation, nicht Kausalität, von einem Medikament aufgetaucht ist. Nun werdet ihr am Ende dieser Vorlesung aber wissen, dass alle Informationen nicht neutral ist, sondern emotional ganz, ganz entscheidend ist darüber, wie ein Patient über seine Behandlung denkt, was er an Selbstheilung aktiviert oder an Ängsten. Wenn Beipackzettel für Juristen geschrieben werden, dann bedeutet das zum Beispiel auch, dass bestimmte Wörter da drinnen vorkommen müssen. Zum Beispiel das Wort häufig. Hat jemand von euch eine Idee, was häufig bei einer Nebenwirkung ist? Häufig bedeutet auf Beipackzettel-Deutsch 1-10%. Also maximal einer von 10. Wer von euch würde sagen, dass ein Fußballspieler, wenn er beim Elfmeter 1 von 10 verwandelt, ein Fußballspieler ist, der häufig trifft? Kein Mensch. Wir tun es den Juristen zuliebe. Was erreichen wir damit? Dass die Menschen beim Lesen dieses Beipackzettels nur einen Gedanken haben, oh Gott, die wollen mich hier vergiften, das ist ja wahnsinnig gefährlich, das Zeug, da wäre ich ja den Teufel zu nehmen. Schätzt mal bitte, wie viele Medikamente von denen, die wir verordnen und gemeinschaftlich bezahlen, nicht genommen werden. Über den Daumen. Es ist schwer festzustellen, aber man schätzt die Hälfte. Hat jemand von euch eine Idee, was das an
Euros wert ist? Wir geben etwa 40 Milliarden Euro für Medikamente im GKV, im gesetzlichen Krankenversicherungssystem aus. Das heißt, wenn die Hälfte davon nie genommen wird, sind das 20 Milliarden Euro, die wir verschwenden, nur dadurch, dass wir es nicht hinkriegen, so zu kommunizieren, dass die Patienten kapieren, aha, das macht einen Sinn, dass ich das nehme. Und wenn es keinen Sinn macht, dann sollte man es erst auch gar nicht verordnen und auch nicht bezahlen. Trotzdem herzlich willkommen, unser Jurist. Aber das sind kleine Beispiele, wie eigentlich jeder Bereich etwas zu tun hat mit dem, was unser Oberthema ist, nämlich wo ist das Humane, der Humanmedizin hin? Wo ist das Menschliche, wo ist das psychologische Moment? Und wie wichtig war das ursprünglich mal in der Medizin und wie hat eine Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre dazu geführt, dass ganz viele angetreten sind, Ärztin oder Arzt zu werden, in der Praxis extrem schwer ist, durchzuhalten. Und jetzt spreche ich mal. Jeder von euch kostet den Staat 250.000 Euro ungefähr, oder? Ausbildungsplatz, Medizin, ja. Eine Viertelmillion, 4 von euch 1 Million Euro. Seid ihr das wirklich wert? Und deswegen machen wir die erste kleine Gruppenübung. Das ist eine Murmelrunde, das heißt, ihr guckt einmal nach rechts und nach links und ihr habt 30 Sekunden Zeit, den Menschen neben euch, und das gilt jetzt nur für die Mediziner, Mathematiker auszubilden ist viel billiger, Juristen auch, Erzieher noch billiger. Die Mediziner müssten jetzt innerhalb von 30 Sekunden den Menschen, der neben ihnen sitzt, überzeugen davon, dass sie hier richtig sind. Dass sie einen verdammt guten Grund haben, so viele Ressourcen für sich in Anspruch zu nehmen, ab jetzt. Und jetzt gilt nicht mehr die Selbstwahrnehmung, sondern die Fremdwahrnehmung. Wer sitzt neben jemandem, der überzeugen konnte? Hand hoch. Ah, für einige ist das eng. Noch 2, 3 Partnerübungen und der Saal wird leerer. Gut. Nein. Aber warum ich euch das sage? Erinnert euch, wofür ihr gestartet seid. Und am besten schreibt ihr euch das mal auf. Denn die allermeisten beginnen mit großen idealen Vorstellungen. Es gibt auch ein paar Nerds, die einfach dachten, sie sind gezwungen, mit so einem Abischnitt Medizin zu machen. Aber ich sehe hier einige, denen ich auch idealistische, altruistische und gute Gründe unterstellen kann. Die allermeisten von euch. Und guckt euch mal an, welche Ärzte, Oberärzte, Profs nachher dabei rauskommen. Irgendwas läuft da systematisch schief. Und ihr seid Teil dieses Prozesses. Ich habe gerade eine Ringvorlesung mitorganisiert. Hat Sigrid Harenzer, ist eine Ausbildungsforscherin, kennen Sie, Studien gezeigt, dass die Empathie, das heißt die Fähigkeit zum Mitgefühl, über das Studium systematisch abnimmt. Und da denkt man gerade in einem Beruf, der was mit Berufung, mit Kommunikation, mit Menschlichkeit zu tun hat, ist das doch eigentlich total absurd, wenn das, was eine Grundvoraussetzung ist, einem irgendwie gar nicht mal bewusst, aber systematisch offenbar abtrainiert wird. Also achtet auf das, wofür ihr gestartet seid. Und es gibt auch ein Skript zu dieser Vorlesung. Da müsst ihr nachher mir eine Mail schreiben, dann kriegt ihr das Skript. Da sind die 12 Wünsche für die Mediziner von morgen drauf. Und auch ein paar Links dann zu den aktuellen Themen. Wer von euch hat The House of God gelesen? Pflichtlektüre. Also ich kenne bis heute kein besseres Buch. Ich warte noch auf den
deutschen Medizinstudierenden, der das Neue schreibt. House of God ist inzwischen 25 Jahre alt, mindestens. Und ein Buch, ein amerikanisches Buch über das erste Jahr als Neuanfänger auf der Station. Und da stehen großartige Dinge drin. Zum Beispiel der zentrale Satz: The art of medicine is to do as much nothing as possible. Die Kunst der Medizin ist, die nicht zu tun, wie es geht. Was ist die Ausbildung in der universitären Medizin? Herkömmlicherweise natürlich nicht in Bonn, was da viel besser ist. Aber herkömmlicherweise werden wir gedrillt, alles zu machen und alles zu untersuchen, was irgendwie geht, was man irgendwie rechtfertigen kann. Ich durfte ein Jahr in England studieren. Und das war sehr heilsam. Weil jedes Mal, wenn ich als Studierender einen Bluttest anordnete, zitierte mich der Oberarzt zu sich und sagte: Does it change your management? Macht es irgendeinen Unterschied für das, was du mit dem Patienten vorhast, ob der Wert über, drunter oder normal ist? Und wenn ich dann keine gute Antwort hatte, dann wurde dieser Bluttest von der Laboranforderung einfach mal so gestrichen. Und das ist der Grund, warum die mit einem Drittel von dem Geld auskommen, was wir ausgeben. Ohne dass die Menschen nennenswert viel kränker oder viel früher sterben. Also, wir können sagen, die Zukunft der Medizin ist weiblich, schaut euch mal um, die ist teamorientiert, die ist patientenorientiert und nicht mehr paternalistisch, patriarchalisch von oben herab, sondern die ist auf Augenhöhe ein Begleiten von Menschen durch den Dschungel des Gesundheitswesens hin zu einer patientenorientierten Entscheidung, zu einem Shared Decision Making. Die Gegenwart ist davon noch meilenweit entfernt. Die Gegenwart ist immer noch in weiten Teilen sehr männlich dominiert, sehr paternalistisch und geprägt von Überversorgung und Unterversorgung in einem System, wo jeden Tag 1 Milliarde Euro darauf wartet, wer kriegt das größte Teil von diesem Kuchen ab. Und wer mir das klar gemacht hat, war ein Pharmakologe, der das sehr witzig gemacht hat. James McCormack hat ein Video gedreht zu dem Song Happy von Pharrell Williams. Und das zeige ich euch nicht in Gänze, aber nur, um euch mal eine Idee zu geben, dass es im Internet inzwischen ziemlich coole Ideen gibt, wie man Ideen... Ich finde den sehr, sehr gut. Denn das, was ihr vorhabt, diese Ausbildung, wird euch verändern. Ein Satz von Ödön von Howard. Eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Das kenne ich auch von mir. Eigentlich bin ich ein sehr sportlicher Typ. Ich habe ja nur die letzten 20 Jahre keinen Sport mehr gemacht, aber ich halte mich immer noch für den Sportler, der ich vor 20 Jahren auch schon nicht war. Und deswegen möchte ich euch heute daran erinnern, dass Medizin eben auch eine Kunst ist, nicht nur eine Wissenschaft. Eine Kunst, eine Heilkunst. Und wie Voltaire das sagte, Medizin ist die Kunst, dem Patienten die Zeit zu vertreiben, die der Körper braucht, um sich selbst zu helfen. Und wir verraten die Kunst, wenn wir diesen ganzheitlichen Blick, der uns als Mensch ausmacht, nur in Einzelteilen wahrnehmen. Voltaire hat noch was Kluges gesagt. Er sagt, in der ersten Hälfte des Lebens opfert man die Gesundheit, um Geld zu verdienen, und in der zweiten Hälfte des Lebens opfert man das Geld in der Hoffnung, die Gesundheit zurückzubekommen. Und dann fährt man mit schlechtem Gewissen mit der Rolltreppe ins Fitnessstudio. Eine Krankheit der Medizin ist gerade in den chirurgischen Fächern nach wie vor
ein paramilitärischer Ton in den Krankenhäusern. Da wird von oben nach unten gekackt. Was habe ich noch als Studierender gehört im OP? Was ist die Rolle? Haken halten, Fresse halten. Originalzitat. Hat es von euch auch noch jemand gehört? Ja, immer noch? Das ist der Grund, warum ich da unten ausgestiegen bin und jetzt mich freue, dass die von oben zuhören. Für alle, die das nicht lesen können, when top-level guys look down, they see only shit, when bottom-level guys look up, they see only assholes. Was machen wir in einem System mit Menschen, die sich eigentlich um die Gesundheit von anderen kümmern sollen und selber in weiten Teilen nicht gut darin sind, weder von der Type her noch von der Ausbildung her gut für sich zu sorgen und selber gesund zu bleiben? Deswegen mein erster wichtiger Tipp für euch, pflegt Freundschaften. Und zwar maßgeblich Freundschaften mit Leuten, die nichts mit Medizin zu tun haben. Mit Mathematikern, Erziehern, von mir aus auch Juristen. Im schlimmsten Fall. Warum ist das wichtig? Ich habe euch gesagt, ihr müsst euch überlegen, wofür seid ihr gestartet? Und das vergisst man schnell. Was ist ein Freund? Ein Freund ist einer, der dich mag, obwohl er dich kennt. Oder etwas poetischer ausgedrückt, ein Freund ist einer, der die Melodie in deinem Herzen kennt und der dich daran erinnern kann, wenn du sie selber vergessen hast. Ja, ihr werdet sehr bald an Momente kommen, wo ihr euch selber nicht mehr erinnert und nicht mehr erkennt, wenn ihr in den Spiegel guckt. Man wird ein Zerrbild seiner selbst. Und die Digitalisierung bietet Chancen und Risiken. Das ist eine Papstwahl vor 2007. Diese Handys, diese Smartphones gibt es noch nicht lange. Man denkt, die gab es schon immer. Nee, vor 2007 gab es sie nicht. Und heute sieht die gleiche Szene so aus. Lauter Menschen sind dabei, einen Moment zu filmen oder zu fotografieren, den sie selber gerade verpassen. Die Digitalität sorgt maßgeblich dafür, dass man nicht mehr da ist, wo man ist. Und das hat Konsequenzen. Spielen heißt heute, so, auf Tablets starren. Und der Fotograf hat die Geräte rausretuschiert, um die Absurdität von uns zu zeigen. In meiner Generation wurde zum Beispiel praktisch kein Kind zur Schule mit dem Auto gefahren. Oder? Nein. Also in meinem ganzen Jahrgang war es ein Kind und mit dem hat auch keiner gespielt. Damals gab es den Begriff Mobbing noch nicht, aber die Tatsache schon. Fakt ist, heute vor jeder Schule hast du so eine SUV-Stauzone. Und das ist komplett absurd. Warum haben wir so viele übergewichtige Menschen? Weil sich unsere Lebensumstände total geändert haben. Und immer noch denken wir in Deutschland, Fettleibigkeit sei ein individuelles Problem und sei individuell zu lösen. Quatsch. Und das ist sehr typisch für unser deutsches Gesundheitswesen. Wir suchen den Fehler sehr gerne beim Einzelnen und versuchen das im direkten Arzt-Patienten-Kontakt zu lösen, ohne den Kontext mit im Blick zu haben. Und das werden wir nachher beim Thema Klimakrise genauso sehen. Was gab es früher an Tankstellen zu kaufen? Benzin. Und nicht die ganze Palette von hochkalorischem Scheiß. Was hast du früher auf einer Bahnfahrt gegessen, das, was du dir eingepackt hast? Unsere Lebensumstände haben sich verändert und wenn die Leute heute dicker sind als früher, sind die ja nicht willensschwächer als früher. Die sind nicht schlechter als die Menschen früher. Die leben nur völlig anders. Und wir Mediziner vergessen oft, dass die heilsamen Dinge auch außerhalb der Medizin liegen können. Zum Beispiel in einer gehörigen Zuckersteuer auf diese ziemlich toxischen, überkalorischen Limonaden, die wir als Erfrischungsgetränke Kindern andrehen und die de facto sie wirklich fett machen. Und miteinander ins Bett gehen war vor digitalen Zeiten auch schon mal aufregender. Wer von euch nimmt das Handy mit ins Bett? Ihr müsst euch nicht melden, ich weiß es auch. Was sind die Chancen, was sind die Veränderungen für euer Arztbild? Die Transparenz in der Arzt-Patienten-Kommunikation explodiert. In den USA hat Tobias Esch, der inzwischen Professor in Witten ist, dieses Projekt Open Notes untersucht. Und er praktiziert es auch in seiner Ambulanz in Witten. Was ist das Revolutionäre? Dass die Patienten durch ein Online-Banking-ähnliches Portal vollen Zugang zu all ihren Befunden bekommen.
Und die deutschen Ärzte haben wahnsinnig Angst davor, dass das kommt. Warum eigentlich? Warum diese Geheimniskrämerei? Eventuell, weil man dann vergleichen kann, wer sich halbwegs an Leitlinien hält und wer nicht und. Wer Unsinn macht, wer Dinge übersieht und so weiter. Wollen sie alles nicht. Die Medizin könnte viel, viel besser sein, wenn die Patienten wüssten, was mit ihnen los ist und selber aktiver in der Behandlung auch eine Rolle spielen. Die Erfahrung aus der Studie zeigt, wie das Vertrauensverhältnis wird verbessert und vor allen Dingen die Compliance, die Therapietreue wird viel, viel besser. Also all das, was man sich eigentlich wünscht. Was sich auch verändert, ist, dass Patienten untereinander im Internet unglaublich viel Erfahrung tauschen. Auch über Ärzte, aber auch über alle möglichen alternativen Verfahren. Und an der Stelle verweise ich nur auf mein Buch Wunder wirken Wunder. Da habe ich mich viel mit diesem Pseudostreit zwischen Schul- und Alternativmedizin beschäftigt. Und ich kann euch die Quintessenz sagen, es gibt keine Schul- und es gibt keine Alternativmedizin. Es gibt gute und schlechte Medizin und es gibt Wege dazwischen zu unterscheiden. Aber nicht alle haben ein Interesse daran. Was aber interessant ist, ist, dass Patienten natürlich suchen nach Informationen im Netz und deswegen in ihrer eigenen Krankheit immer mehr wissen können als ihr. Und deswegen ist es Quatsch, weiter so zu tun, als wenn man irgendwie die Weisheit mit Löffel gefressen hätte. Das ist wirklich das Arztbild vom letzten Jahrhundert. Und deswegen kann ich euch nur ermuntern, seid möglichst früh schon authentisch und traut euch auch zu sagen, wenn ihr mal keine Ahnung habt. Und wenn ihr dreimal beim Blut abnehmen daneben gestochen habt, hört auf, den Leuten die Schuld zu geben. Sie haben aber auch schlechte Venen. Sagt, danke, dass Sie so geduldig sind. Ich hole jetzt mal jemanden, der es kann. Dann werden die Patienten wissen, okay, die lasse ich nochmal ran oder den. Die Transparenz hat aber eine riesen Schattenseite in dem Punkt, dass auch unglaublich viel Unsinn im Internet Verbreitung findet. Zum Beispiel auch zum Thema Impfen. Wenn Menschen nur Impfen googeln, finden sie innerhalb von 5 Minuten die abstrusesten Stories von irgendwelchen Impfgegnern. Und das ist wirklich ein ernstzunehmendes Problem. Die WHO hat gesagt, Impfskeptiker sind eine ernsthafte globale Gesundheitsgefahr. Es sterben wieder Kinder in Deutschland, die Kinderärzte wissen das, an komplett vermeidbaren Infektionskrankheiten, die wir seit 1960er Jahren behandeln können. Nicht nur behandeln, sondern wir können sie verhindern. Das nicht zu nutzen ist unglaublich dumm, es ist relativ typisch deutsch. Aber das hat mit dem Netz zu tun. Und das heißt also, das, was wir vorhin auch hatten, diese Fähigkeit zwischen guten Quellen zu unterscheiden, muss bei euch beginnen. Wenn man die deutschen Ärzte aber fragt, welche Internetseiten empfehlen sie denn, wenn sie den Patienten immer sagen, bitte nicht ins Internet gehen, da steht so viel Unsinn, dann sind die blank. Die kennen selber nicht die 10 wichtigsten Seiten, die man empfehlen kann, wo man weiß, wer dahinter steckt, welche werbefreien, evidenzbasierten Informationen man da findet. Und das Wissen explodiert. Das ist eine Folie von Gerd Antes vom Cochrane-Zentrum. Aber auch hier, wer von euch hat schon eine Doktorarbeit gemacht? Das war bei mir wirklich die verschwendetsten 4 Jahre meines Lebens. Ich habe eine experimentelle Arbeit gemacht, wo ich erst im Nachhinein verstanden habe, warum die Unsinn war. Und deswegen zeige ich euch diese Kurve, weil die größte Lüge beim Publizieren ist, dass die Hälfte der Studien, die begonnen wird, nie das Licht der Welt erblickt. Meine auch. Und das ist ein Skandal, gerade wenn es öffentlich gefördertes Geld ist. Dann gehören diese Daten eigentlich uns allen. Und deswegen müsst ihr euch immer klar machen, welche Verzerrungen gibt es bei Studien? Es ist vor allen Dingen der Non-Publication Bias. Also die Frage, warum erscheinen manche Dinge nie? Weil zum Beispiel bei mir dann rauskam, dass die Nebenwirkungen von dem Medikament, was wir getestet haben, ziemlich erheblich waren. Und da hatte der Hersteller nicht so ein großes Interesse daran, dass das so veröffentlicht wird. Ich bin darüber hinweg. Ich wurde deswegen Komiker. Also es hat alles sein Gutes, aber ich hätte es auch kürzer haben können. Man lernt unglaublich viel über Medikamente. Man lernt ganz, ganz viel über die Art und Weise, wie die wirken, wie die Biochemie, wie die Abbauprozesse und so weiter sind. Aber ich möchte euch heute daran erinnern, dass ihr selber ein entscheidender Teil des Medikamentes seid. Wenn wir über Placebo-Effekte reden, dann
Kennt ihr das maßgeblich aus Studien, dass man so sagt, ja, man muss gegen Placebo testen, um zu gucken, was ist Einbildung von der Wirkung? Und das ist ein völlig falsches Konzept. Der Placebo-Effekt ist nicht Einbildung, sondern es ist die Aktivierung von Selbstheilungspotenzial beim Patienten. Und dafür brauchen wir ein bisschen Magic außenrum. Deswegen auch das Buch Wunder wirken Wunder. Ich habe mich viel mit Zauberei beschäftigt. Und als ich die Geschichte hörte, wie der Placebo-Effekt entdeckt wurde, dachte ich wieder, eine kluge Schwester, die im Zweiten Weltkrieg einen Soldaten behandeln sollte und sie hatte keine Schmerzmedikamente mehr. Was tat diese empathische Frau? Sie zog eine Spritze auf mit Kochsalzlösung, mit NaCl. Gab sie dem Patienten und sagte, es wird ihm gleich besser gehen. Und was passierte? Es ging ihm besser. Ist das jetzt eine Verarschung des Patienten? Nein. Ohne dieses Ritual hätte er weiter gelitten. Was ist das Wirksame, wenn es nicht in der Spritze drin ist? Die Beziehung, die Hoffnung, die ich aktiviere, der Glaube des Patienten an diese Handlung. Und das nicht zu nutzen, ist fahrlässig und dumm. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben heute eine erfahrene Psycho-Onkologin, die wird viele Geschichten aus dieser Region kennen. Ein Freund von mir wurde mit Mitte 30 diagnostiziert mit Darmkrebs. Und zwar in einem ziemlich fortgeschrittenen Stadium. Und sein Onkologe sagte ihm, übrigens nur, damit Sie das wissen, 95% der Menschen mit ihrer Diagnose sind nach 2 Jahren tot. Und René sagte, mit welchem Recht nehmen Sie mir gerade alle Hoffnung? Wenn Sie mir das sagen, erzählen Sie mir bitte was über die 5%. Und er hat länger als die 2 Jahre gelebt. Aber inzwischen ist er leider verstorben. Warum ist das auch ein wichtiger in meiner Erinnerung Mensch für mich gewesen? Weil eine einzige Frage sein Leben völlig anders hätte verlaufen lassen können. Er ging nämlich mit einem komischen Gefühl im Bauch zum Arzt und wollte eine Darmspiegelung. Und was sagte dieser Vollidiot? Er sagte, Sie sind doch viel zu jung dafür. Kommen Sie wieder, wenn Sie über 50 sind. Was hätte der Arzt fragen müssen? Warum kommen Sie? Haben Sie irgendeinen Grund, einen Verdacht zu haben? Und dann hätte er eine gute Familienanamnese machen müssen und sagen, gibt es denn jemanden in Ihrer Verwandtschaft mit Darmkrebs? Dann hätte er gesagt, ja, mein Onkel und noch 2 weitere Verwandte. Und natürlich hätte dann nicht mehr die Grenze von 50 Jahren oder 55 Jahren gegolten, sondern dann hätte man das sofort gemacht. Eine einzige Rückfrage verändert Lebensläufe und manchmal sogar tödliche. Ihr seid das Medikament und die wichtigste Waffe, die ihr habt, ist euer eigener Verstand und eure eigenen Fragen und eure eigene mitfühlende Art, dem Patienten erstmal das klarzumachen, was er manchmal gar nicht selber weiß, warum er überhaupt gekommen ist. Gute Fragen dafür sind zum Beispiel auch, was glauben Sie, hat Ihr Problem verursacht? Warum könnte es gerade jetzt losgegangen sein? Was denken Sie, macht das Problem in Ihrem Körper? Wenn man andockt an das Krankheitskonzept des Patienten, dann fühlt er sich verstanden und dann kann man gemeinsam ihn mit auf eine Reise nehmen. Glauben Sie selber, dass es ernst ist, lang oder kurz andauert? Was für eine Behandlung, denken Sie, wäre passend aus Ihrer Sicht? Wovor haben Sie am meisten Angst? Und was ist für Sie das wichtigste Ziel, das Sie mit der Behandlung erreichen wollen? Das ist nicht das, was automatisch in der Leitlinie vorgegeben ist. Wir müssen uns Fragen stellen. Wir müssen den Patienten Fragen stellen, aber auch von dem Patienten immer wieder Fragen herausfordern. Was ist der Nutzen? Welches Risiko besteht? Wo ist der Beweis? Was passiert, wenn wir abwarten und beobachten? Und würden Sie das, was Sie mir empfehlen, selber auch machen? Und mehr dazu, wie gesagt, in dem Buch Wunder wirken Wunder. Ich hoffe, ihr seht jetzt ein bisschen mehr, warum ihr Medikament seid und warum der Placebo-Effekt sehr viel mehr ist als ein Täuschen. Kommunikation, hat Paul Watzlawick gesagt, passiert immer, auch wenn man es gar nicht will. Man kann nicht kommunizieren. So wie diese Ampel. Oder ein Schild aus der Kinderheilkunde. Der Kollege wird sich auch noch daran erinnern, wie Stationen früher sich verbarrikadiert haben gegen Elternbesuche. Das ist kein Witz. Da wurden die Kinder auf der Station 30, Frühgeborene, 10.45 Uhr bis 11 Uhr und nochmal 16.30 Uhr bis 16.45 Uhr.
Als mein Bruder mit 7 Jahren ins Krankenhaus musste, gab es eine Glasscheibe zwischen ihm und meiner Mutter. Als ich in der Neonatologie war, da wurden Kinder noch sozusagen in den Brutkästen komplett isoliert, weil man dachte, das ist das Beste, was wir für sie tun können. Heute weiß man, nee, leg sie auf den Bauch von Mama und Papa. Ja, die haben Keime, aber das sind die Keime, die sie stark machen. Die fiesesten Keime haben wir alle an unseren Händen, sobald wir in der Klinik arbeiten. Also ganz, ganz viel von dem geschichtlichen Track Record von Medizin ist inhuman. Und gerade ausgerechnet in der Neonatologie und in der Palliativmedizin haben wir heute die humanste Medizin wiederentdeckt und dazwischen ist noch eine Menge Arbeit zu tun. Also kommt runter von diesem Superman-Image und kommt down to earth. Noch ein Tipp, wenn ihr selber merkt, dass ihr die Freude an dem Studieren, an dem Prozess, an dem Lernen, an dem Tun verliert, holt euch Hilfe. Eins meiner großen Anliegen ist, das Thema seelische Gesundheit auch unter Studierenden und an den anderen Gesundheitsberufen ins Bewusstsein zu holen. Warum? Weil in meinem Semester sich eine Kommilitonin umgebracht hat. Und alle, die mit ihr zu tun hatten, bis heute denken, Mensch, das hätten wir eigentlich verhindern können. Wir hätten es früher merken können, dass sie Hilfe braucht. Und weil das ein sehr persönliches Thema ist, machen wir das nicht mit Melden, sondern mit Summen. Man macht einfach, Warum? Weil ob ich so mache oder ist von außen nicht zu unterscheiden, aber man hört, wie viele Menschen mit einem Thema schon in Kontakt waren. Dafür müssen wir einmal den Hörsaal eichen, 100% summen, 1, 2, 3. Für alle, die sich mit Mathe nicht so auskennen, 100% heißt auch du. Ja? Alle wieder wach, 100%, 1, 2, 3. Alle Frauen? Alle Männer? Okay. Wer von euch hat schon aus seinem Abitursjahrgang einen Menschen an Suizid verloren? 1, 2, 3? Ja, es ist häufig. Wer hat in seiner Familie jemanden, der an Depressionen leidet? Wer hatte schon mal das Gefühl gehabt, er könnte selber auch mal betroffen sein? 1, 2, 3? Holt euch Hilfe. Und eine Möglichkeit, über Depressionen zu reden, ist, über Glück zu reden. Deswegen habe ich das Buch Glück kommt selten allein geschrieben, eines der erfolgreichsten Sachbücher dieses Landes. Warum? Weil die Leute hungrig sind nach verständlichen Informationen über seelische Dinge. Und ich hätte es auch verhaltenstherapeutische Intervention bei Depressivität nennen können, hätte sich aber nicht so gut verkauft. Aber im Kern habe ich die wichtigsten Ideen auch in einem Online-Training gepackt, auch wissenschaftlich untersucht. Und ich frage mich, warum es in Deutschland so schwer ist, Leute zu finden, die auch offen über seelische Erkrankungen sprechen. In England ist einer der coolsten Schauspieler, die wir haben, Stephen Fry, ein offener, bipolarer Patient und sagt, Mensch, holt euch Hilfe. Ich habe jahrelang gebraucht, um zu wissen, was mit mir los ist. Ich habe immer einen Fehler bei mir gesucht. Ich habe ziemlich gelitten und jetzt weiß ich, was ich habe. Ist behandelbar, geht mir besser. Redet darüber. Und redet auch über Fehler, die ihr selber gemacht habt. Denn das ganze Medizinsystem erzeugt eine ganze Menge Kollateralschäden. Rot eingefärbt ist die dritthäufigste Todesursache in Industrienationen. Und das ist postoperativer Tod. Also Dinge, die wir selber mit verursachen im Gesundheitswesen. Sucht euch gute Vorbilder. Lernt von den Besten. Und ich zeige euch mal 2, 3 Vorbilder von mir. Aber bevor ich die zeige, möchte ich einmal wissen, ob ihr selber jemanden habt, der für euch mal ein Vorbild war. Und das kann sein, dass ihr zum Beispiel selber mal krank wart und einen coolen Arzt erlebt habt. Oder ihr hattet jemanden in der Familie oder in der Verwandtschaft oder vielleicht auch ein Buch von Albert Schweitzer gelesen und gedacht, Mensch, das möchte ich auch. Handwerker, gibt mir ein gutes Beispiel für ein Vorbild, wie ihr selber mal als Arzt werden wollt, als Ärztin. Ich komme mal zu dir. Was hat dich geprägt? Also vor mir auf der Neurointensiv, ich bin in der Uniklinik und erzählt, dass ein Arzt mit ihm geredet hat, weil alle nach einem Kursus, er kriegt es nicht mit. Und er meint, dass ihm das mehr geholfen hat, einfach das Gefühl zu haben, dass die Leute noch halten zu leben. Er hat ihm auch immer erklärt, wie gemacht wird und so. Und das ist, also er hat es einfach erinnert. Und das, wir hatten ja auch schon eine Vorlesung mit dem Arzt, der hat auch sehr empathisch gewirkt und immer wieder darüber geredet, was gelassen ist für die Patienten und wie das halt aus der Patienten ankommt und nicht so, dass sie
Super. Gibt es auch eine sehr einfache, aber wirkungsvolle Geschichte, die man auf Station machen kann mit Menschen, wo man nicht genau weiß, wie viel die mitkriegen und wenn die auch manchmal längere Zeit bewusstlos sind? Wenn die wieder zu sich kommen, dann fehlt denen ja wirklich ein Teil ihrer persönlichen Geschichte. Und da gibt es so eine Intensivtagebuch-Idee, dass man jeden Tag auch reinschreibt, was passiert ist. Dann kann man sich sozusagen selber retrograd auch seine eigene Geschichte wieder erklären. Wer kam zu Besuch, was wurde gemacht und so weiter und so fort. Dann füllt sich dieses schwarze Loch. Ganz wichtig, immer so zu reden, als auch übrigens mit demenziell erkrankten Menschen. Ganz schnell redet man sozusagen über die hinweg, als wären die gar nicht im Raum. Und ganz wichtig, diese Haltung. Noch 2, 3 Beispiele für gute Vorbilder. Was ist dein Vorbild? Warum bist du hier? Ich? Ja. Hast du ein Vorbild? Warst du schon mal selber krank? Jemand, der dir wichtig war? Also, wenn Sie fragen, ich sage, aber es ist keine Ärztin oder kein Arzt oder eine Krankenschwester. Als ich das gehört habe, habe ich mit einer Krankenschwester eine Hausbesuche gemacht in Erbach-Gegenden. Und die Frau hat sich einfach, obwohl sie selbst wirklich nichts hatte, immer um alle Menschen gekümmert. Und das hat mich sehr beeindruckt. Wo hast du etwas gehört gemacht? In der Dominikanischen Republik. Ja, genau. Und die Frau hat mich selber einfach, weil sie letzten Endes auch eigentlich nicht bezahlt wurde, weil das Geld über die Finanzorganisation ist, trotzdem die Teil muss gegangen, hat sich da mal gekümmert, das hat mich sehr beeindruckt. Das ist wichtig. Ich kenne auch dieses Gefühl. Ich habe dann in Südafrika und Simbabwe auch praktisch das Jahr gemacht. Und wenn man dann manchmal zurückkommt, hat man wirklich Probleme zu verstehen, worüber sich Leute aufregen. Also erhalte dir diesen Blick, wie manchmal sehr, sehr einfache Dinge sehr wirkungsvoll sein können in anderen Kontexten. Noch ein Beispiel. Wer hat noch ein Vorbild? Ja. Ich habe mal von Tumor eine Neurochirurgie und da in der Ambulanz der neurochirurgische Oberarzt, mit dem dann hinzugerufen wurde, ja, wirklich sehr empathisch und ruhig mit einem Patienten geredet, der einen Glukastom hatte und ja, auch wirklich sehr ruhig mit mir erörtert, was so die Optionen sind und ja, hat auch mit seiner eigenen Fehlbarkeit zugegeben und ja, ich kann ihm auch nicht sicher sagen, ob die nächste OP, ob wir so viel davon profitieren oder so, und kann sagen, wie es so prinzipiell wie die Chancen stehen, aber entscheidet es mir selber und das wirklich sehr empathisch gemacht, das hat mich sehr beeindruckt. Das ist super, dass du dabei sein konntest, weil, wenn ich sage, Medizin ist auch eine Heilkunst, jede Kunst weitergegeben von einem Meister oder einer Meisterin zu einem Schüler. Und ganz viele Dinge lernt man durch Imitation oder durch Pattern Recognition, heißt das, also du erkennst Muster, ohne dass du selber sagen könntest, was das Muster ist. Das heißt, wenn du mehrere Gespräche bei dem dabei sitzt, lernst du unglaublich viel, auch darüber, wie es manchmal aufgenommen wird, wie es gut läuft, wie es schlecht läuft. Und das ist eben ein Teil, der nie aus dem Lehrbuch richtig vermittelt werden kann. Ein guter Teil kann man auch in Simulationssituationen haben, aber es gibt keinen Ersatz für das Echte. Und deswegen lernt von den Besten, sucht euch bei jeder Formulatur, bei jedem Kurs, bei jeder Vorlesung, gezielt sozusagen Leute aus, wo ihr das Gefühl habt, die brennen für was und von denen möchte ich was lernen und von denen möchte ich was mir abgucken, auch wenn ich vielleicht noch gar nicht weiß genau, was es ist. Aber das hat mir unglaublich viel weitergeholfen. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Prinzip, was schnell unter die Räder kommt beim Buchlernen und was durch wenig zu ersetzen ist. Deswegen auch Auslandsaufenthalte, auslandspraktisches oder freiwilliges soziales Jahr. Der Mann auf dem Bild ist Viktor Frankl. Der hat die Logotherapie in die Welt gebracht. Logos, der Sinn, der hat sich, nachdem er selber ganz knapp nur das KZ überlebt hat, eine Frage gestellt, die heute sehr aktuell wieder ist. Nämlich, was macht Menschen resilient? Er hat damals noch nicht das Wort benutzt, aber er wusste, es gibt Dinge, die helfen einem, in brutalen äußeren Umständen trotzdem nicht daran zu zerbrechen, sondern manchmal sogar daran, seelisch zu stärken. Und er fand heraus, es ist das Gefühl von Sinnhaftigkeit, es ist das Gefühl von Gemeinschaft und es ist Humor. Dazu kommen wir später. Erik Kandel durfte ich interviewen und weil er sich für Kunst interessierte, nahm ich ihn mit in ein Museum. Er mochte das Bild, ich mochte es nicht. Und Erik Kandel ist ein Nobelpreisträger für Medizin, einer der klügsten Menschen, die ich interviewen durfte.
Und dann sagt er, für mich ist dieses Bild Musik, und er schnappt sich seine Frau und tanzt mit ihr in einem deutschen Museum Walzer und singt und pfeift laut. Das ist auch deswegen ungewöhnlich, weil er mit 8 Jahren Wien verlassen musste, weil er Jude war. In den USA hat er Karriere gemacht und kam jetzt zurück. Und ich habe ihn gefragt, wie lernt man zu denken wie ein Nobelpreisträger? Und er sagte, weißt du, die meisten Kinder meiner Klasse wurden immer gefragt, wenn sie aus der Schule kamen, was hast du heute gelernt? Und ich wurde gefragt, was hast du heute für eine Frage gestellt? Gute Fragen sind wichtiger als gute Antworten. Das ist auch ein Vorbild für mich. Paddy Jones, eine Tänzerin, 83 Jahre Standing Ovations, die hat jetzt nicht ihr Leben lang getanzt, das wäre jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber die hat als Jugendliche gerne getanzt und dann hat sie einen großen Fehler gemacht, sie hat einen Tanzmuffel geheiratet. Was haben Frauen dieser Generation noch gemacht? Abgewartet. Und die Statistik gab ihr recht, er starb. Sie flog nach Spanien und lernte Pedro kennen, ihren neuen Tanzlehrer. Rein platonisch, wie sie auffällig oft betonte. Warum ist das für mich eine bedeutsame Begegnung gewesen? Weil ich mich dann im DZNE selber in einen MRT gelegt habe. Ich habe 10 Tanzstunden genommen und vorher und nachher ein strukturelles Bild von meinem Hirn gemacht. Und auch der Laie erkennt, rechts ist mehr Licht an. Warum ist das wichtig? Je älter wir werden, desto mehr Menschen bekommen demenzielle Erkrankungen. Wir haben bis heute kein gescheites Medikament dagegen. Wir werden auch so schnell keins finden. Wir haben Jahrzehnte auf der völlig falschen Fährte gesucht. Aber es gibt Dinge, die einen vor Demenz schützen. Das ist maßgeblich Tanzen. Dinge wie Tischtennis. In Bewegung bleiben. Sozial engagiert bleiben. Nicht vereinsamen. Blutdruck kontrollieren. Nicht übergewichtig werden. Das auch. Nicht rauchen, klar. Aber vor allen Dingen sind es diese sozialen Faktoren. Und das ist das, was wir vergessen, dass der große Hebel oft eben nicht das ist, was wir in unserem Medikamentenschrank haben. Und trotzdem ist das wirksam. Bis hin ins hohe Alter. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich versucht habe, auch die heutige Realität von Medizin in der Psychiatrie, im Altenheim und auf der Frühchenstation zu dokumentieren, diese Dinge. Ich weiß, Netflix habt ihr alle, aber es gibt ein Abo, was ihr habt, ohne dass ihr es richtig wisst. Das heißt, öffentlich-rechtliches Fernsehen und Hörfunk. Und deswegen guckt da mal in die Mediathek. Das Wort behandeln heißt, dass Menschen berührt werden. Und das ist auch ein Verlust der Medizin. Und deswegen trage ich auch dieses Stethoskop mit mir. Kennt jemand die Geschichte, wie das Stethoskop entwickelt wurde? Es war vor 200 Jahren etwa. Ein Franzose, Herrn Lennec, hat das gemacht. Und wofür wurde es entwickelt? Was hat man getan in den Zeiten vor Stethoskop? Man hat zur Auskultation von Herz und Lunge sein Ohr direkt auf den Brustkorb von dem Patienten oder der Patientin gelegt. Das kann schön sein, muss aber nicht. Für beide Seiten. Das heißt, diese Entwicklung, die vor 200 Jahren mit dem Stethoskop begann, war eine, die Distanz schafft zum Patienten. Und wir haben uns immer weiter sozusagen entfernt vom direkten körperlichen Wahrnehmen. Und wenn Menschen sich nicht behandelt und begriffen fühlen, verstehen sie auch nicht, warum sie bestimmte Dinge machen sollen. Und deswegen unterschätzt nie die direkte körperliche Untersuchung. Ich habe in dem Jahr in England unheimlich viel über diesen Wert gelernt. Was machten die alle? Die haben erstmal Puls gemessen. Nicht, weil es jetzt nicht auch ein Gerät gäbe, was dem sagt, wie schnell der Puls ist, aber weil das der natürlichste Weg ist, mit einem Patienten erstmal Kontakt aufzunehmen und zu sagen, ich interessiere mich dafür, wie du tickst. Und wenn ihr manchmal, wenn ihr nicht House of God kennt, total im Stress seid, gibt es einen super Tipp. In case of emergency, take your own pulse. Macht das mal einmal, nehmt mal gerade euren eigenen Puls. Wie seid ihr gerade drauf? Und vielleicht hilft jemand den Juristen, den zu finden. Fühlt mal, wie sich sofort euer Gefühl für euren Körper, für den Moment, für die Gegenwart verändert, nur dadurch, dass man kurz mal seinen Puls fühlt.
Und das ist auch eine Übung, die wir bei Humorfallen immer mit den Pflegenden machen. Bevor man in ein Zimmer geht, sich kurz zu fragen, wie bin ich denn gerade drauf? Dazu kann man den Puls nehmen, man kann sich auch 3 Atemzüge gönnen. Einen, bevor man die Klinke runterdrückt, um das loszulassen, was war. Einen, um loszulassen, was noch kommt. Und dann mit dem 3. gehe ich ins Zimmer und bin da. Und das ist euer Geschenk an die Welt, eure Präsenz, euer Dasein. Und dazu braucht es manchmal kleine körperliche Berührungen, braucht auch Respekt. Weil ich heute noch ein anderes Thema habe, bitte ich euch dieses Video, ich werde es verlinken in dem Skript, das ist das historische, psychologische Experiment des Stillface-Experimentes, wo eine Mutter aufgefordert wird, ihrem Kind gegenüber keine Regung zu zeigen und das Kind rastet aus. Guckt euch das an, das wird in der Erklärung drin sein. Viele Dinge gibt es umsonst, die trotzdem wirkungsvoll sind. In dem Moment, wo man einen Preis dran macht, verliert sich genau dieser Vorteil. Viele haben inzwischen Yoga entdeckt als Weg, sich selber Gutes zu tun. Männer sind da ein bisschen hinterher, die denken, was brauche ich Yoga, es geht auch so. Mediziner waren mal die klügsten eines Jahrgangs. Und deswegen erwarte ich von euch auch, dass ihr noch ein bisschen Kapazität in eurem Kopf und eurem Herzen überhaupt, um nicht nur an euch und eure Karriere zu denken. Ich habe von dir, wie heißt du, mit dem FSJ in Lisa, von Lisa schon einen Engagementbereich gehört. Hand hoch, wer engagiert sich für irgendwas, was nicht direkt Studium ist? Beispiele. Was machst du? Du machst Kinder- und Jugendfreizeiten. In welchem Kontext? Du schämst dich ein bisschen für die Kirche, das muss katholisch sein. Nein, ja, ich komme gerade vom Kirchentag. Nein, aber natürlich gibt es ganz, ganz viele konfessionelle Anbieter, genau in diesem Kontext. Von Pfadfinder gibt es auch weltliche, aber Jugendgruppen zu leiten ist unglaublich wirksam, um viel über Kommunikation zu lernen, über Führungspersönlichkeiten, um sich selber zu entwickeln. Tolle Sache. Anderes Engagementfeld, Hand hoch. Wer macht das? Ja. Sie betreuen eine Fußballmannschaft. Als Cheerleader oder? Sehr gut. Zuhören, ja. Die stehen auch unter extremem Druck. Worauf ich hinaus will, egal wo man sich engagiert, man kann ganz, ganz viele Fähigkeiten trainieren, die einem später dann auch im Patientenkontakt helfen, oder? Zuhören ist auch eine wichtige Fähigkeit. Andere Beispiele für Engagement. Ja, was macht ihr? Technisches Hilfswerk, Veranstaltungen. Vom CHW, oder? Ja. Katastrophenhilfe, genau. Und was machst du? Nachhilfe. Nachhilfe? Was noch? Seebrücke. Seebrücke. Wie unterstützt du die? Ich bin der studentische Gruppe hier und wir organisieren Veranstaltungen, Demos und so, um auch die Problematik erstmal mitzuhalten. Und hoffentlich auch etwas zu erreichen. Großartig, danke. Es ist echt eine Schande für Europa, wenn Menschen an unseren Grenzen ertrinken. Und das sind lauter Beispiele und wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich da noch weitere gerne hören, weil mir das immer Mut gibt, dass die Medizinstudierenden besser sind als ihr Ruf. Die Bereiche, wo ihr auch wachsen könnt, sind Schulprojekte. Da gibt es tolle Projekte von Be Smart Don't Start, von Raucherprävention, der Titus Brinker, der Tabakabhängigkeit. Macht jemand das? Mit Tabakprävention? Sehr gut. Das ist der größte Hebel, den ihr habt, ein Menschenleben zu verändern. Es gibt das von Mit Sicherheit verliebt Projekt. Es gibt die Projekte wie hier, pausenlos gesund. Gesundheitskompetenz an die Schulen zu bringen, ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt komme ich zu meinem eigenen Herzensengagement der letzten 2 Jahre. Diese Frau hat mein Leben verändert. Wer weiß, wer das ist? Gerade 85 geworden. Wer kennt sie?
Jane Goddard ist das, genau. Berühmt geworden, weil sie ihre Leidenschaft, die sie vor 10 Jahren schon in ihrem Hinterkopf und ihrem Herzen hatte, verfolgt ist, nämlich sie wollte mit Menschenaffen, mit Tieren etwas erleben. Ging in den Urwald, zeigte mir, wie die sich rufen, zeigte mir, wie die Aggressionen mindern. Und dann schaute sie mich aus diesen weisen und melancholischen Augen an und sagte, wie kann das sein, dass der Mensch immer betont, dass er die intelligenteste Art auf dem ganzen Planeten ist? Und er zerstört sein eigenes Zuhause. Und da habe ich erstmal dreimal geschluckt, weil die Antwort auf diese Frage ist nicht banal. Aber die ist wichtig. Ich spitze das für euch nochmal zu. Wer von euch kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer? Hand hoch. Schaut euch um, macht keiner. Überraschung. Warum machen wir das nicht? Weil wir da wohnen wollen. Weil uns unser Wohnzimmer heilig ist. Weil wir da keinen Scheiß möchten. Weder unser noch den von anderen. Ich zeige euch mal unser aller Wohnzimmer. Planet Erde. Planet Erde ist der einzige Planet im ganzen Universum, wo es Wasser gibt, wo es Luft gibt und bis vor 50 Jahren erträgliche Temperaturen, bevor wir angefangen haben, so viele fossile Brennstoffe in die Luft zu pusten, dass wir selber kurz davor sind, daran zu ersticken. Und ich mache kein Drama, aber die Zahlen sind ziemlich dramatisch. Und ihr habt länger Zukunft als ich. Und deswegen wird es auch eure berufliche und auch euer privates Leben tangieren in einer Art und Weise, die die meisten noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ein paar Fakten und dann ein paar Expertengespräche. Hans-Ulrich von Weizsäcker sagt, unsere Jetzt-Besoffenheit führt in die Katastrophe. Und das beste Foto, was ich dazu kenne, ist von Harald Lesch, der auch tolle YouTube-Vorträge zu dem Thema hält. Das ist keine Montage da. In Amerika die Wälder durch die Trockenheit und da spielen ernsthaft Leute weiter Golf. Und das ist ziemlich genau die Situation, in der wir sind. Wir haben die größte menschliche Katastrophe vor der Nase und denken erstmal noch das und das und das und dann kann ich mich darum kümmern. Die Hitzedaten sind klar und früher gab es Waldbrände hier und da und dort, gab es Kollaps von Kulturen hier und da und dort. Jared Diamond, der sich mit Aufstieg und Fall von Kulturen viel beschäftigt hat, sagt, zum ersten Mal gibt es die Möglichkeit eines globalen Kollapses. Wir stehen einer Anzahl von Problemen gegenüber, von denen jedes einzelne uns ruinieren könnte. Falls wir den Klimawandel, die Ungleichheit und den Ressourcenmangel bewältigen, aber die Ausbreitung von Nuklearwaffen nicht, sind wir geliefert. Wenn uns die nukleare Abrüstung gelingt, aber wir den Klimawandel nicht aufhalten, sind wir ebenfalls dran. Das ist wie bei einer Ehe. Wenn mich jemand fragt, was ist der wichtigste Faktor für eine funktionierende Partnerschaft, dann weiß ich schon, das wird nichts. Eine stabile Beziehung hängt nicht an einem einzelnen Punkt, dafür müssen Sie Dutzende Dinge gleichzeitig organisieren. Und das ist die Komplexität, vor der wir gerade stehen. Wer von euch kennt TED-Vorträge? Hand hoch. Sehr gut. Bevor ihr rumdaddelt, wer was gerade auf Instagram gepostet hat, dann ist eine Viertelstunde sehr schnell weg. Mein Tipp wäre, zieht euch morgens oder abends jeden Tag einen klugen Gedanken rein. TED-Vorträge sind die besten Speaker, die besten innovativen Köpfe der Welt in 15 Minuten zusammengefasst. Und das ist mein absoluter Lieblingsvortrag, der nämlich darum geht, warum wir psychologisch bestimmte Barrieren vermeiden müssen, wenn wir Action wollen. Zum Thema Global Warming. Eine Idee, die wichtig ist, ist, dass wir uns klar machen, wie verletzlich unsere Erde ist. Der Teil, von dem unser Leben abhängt, ist hauchdünn. Das ist die Atmosphäre. Und wir denken, wenn wir in den Himmel gucken, ach, da ist ja viel Platz, da kann man eine Menge rauspusten. Nee, kann man nicht. Das sind 3 Kilometer, in denen wir atmen können. 3 Kilometer, das ist von hier bis Venusberg. Und dann ist Schluss mit Atmen. Und das vergessen wir, dass das eben nicht ein unendlicher Raum ist, mit dem man egal was machen kann, sondern unser Leben hängt von dieser hauchdünnen Schicht ab. Und wie heiß es geworden ist, falls es Klimaskeptiker unter euch gibt, das kann man sich auch kumulativ anschauen. Und da ist 2018
und 2019 noch gar nicht dabei. Was heißt das? Das heißt, dass die vulnerablen Gruppen, wie das so schön auf schlau heißt, nämlich alte, kranke, Kleinkinder, die allerersten sind, die unter dieser Hitze zusammenbrechen. Klar, wenn da ein Mensch in die Notaufnahme kommt, weißt du, was du zu tun hast, legst eine Infusion, gibst Nazel und alles wird wieder gut. Was machst du aber, wenn da 100 gleichzeitig kommen? Oder 1000? Weil praktisch kein Altenheim in Deutschland eine Klimaanlage hat. Und auch viele Krankenhäuser übrigens nicht. Die Hitzegeschädigten sind schwer zu schätzen, weil man zynisch sagt, naja, die werden auch irgendwann an was anderem gestorben. Aber es fehlt auch uns ein Bild dafür, was dieses CO2 eigentlich ist. Und man kann es mal umrechnen in solche Ballons. Und dann wird einem so ein bisschen schlecht. Und das jeden Tag. Aber eben unsichtbar. Und deswegen sagt eins der wichtigsten Medizin-Journals, The Lancet, Tackling climate change could be the greatest global health opportunity of the 21st century. Opportunity klingt sehr amerikanisch, aber was sind die Fakten? Alleine das Benutzen von Kohle ist verantwortlich für 460.000 vorzeitige Tote durch diese ganzen Stoffe in der Luft, die verdrecken. Hitze und Hitzewellen, wie wir sie die nächsten Tage wieder erleben werden. Und was man nicht so auf dem Schirm hat, es muss ja nicht gleich Tod und Umfallen sein, sondern wenn es heiß wird, dann sinkt die Produktivität von Menschen. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen über 30 Grad. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wie sollt ihr sozusagen dabei auch die besten medizinischen Entscheidungen treffen für andere, wenn es zu heiß wird? Wie sollen Menschen, die auf dem Feld arbeiten, dafür, dass wir was zu essen haben, arbeiten, wenn es zu heiß wird und. Und deswegen, it's time for a new discipline. Und die heißt Planetary Health. Zu verstehen, dass die menschliche Gesundheit nur dann existieren kann, wenn die Umgebung, wenn der Planet, wenn unsere Grundlagen von Wasser, Erde, die fruchtbar ist, von Luft, die sauber ist, und wenn Temperaturen, die aushaltbar sind, stimmt. Das ist so ein Riesenthema, dass man erstmal denkt, oh Gott, was kann ich denn schon daran tun? Naja, als Deutsche habt ihr ungefähr 10 Tonnen CO2 pro Person und Jahr. Um auf Dauer auf dem Planeten zu existieren, müssen wir auf 2 Tonnen runterkommen. Das ist ziemlich ehrgeizig. Im Moment gelingt das nur deswegen, weil es viele Menschen gibt, die deutlich unter 2 haben. Was lohnt sich? Weniger Fleisch essen. Wer von euch hat so seinen Fleischkonsum reduziert? Komisch, dass man das gar nicht merkt an dem Fleischabverkauf in Deutschland. Auch weltweit steigt weiter die Fleischproduktion. Das heißt, natürlich seid ihr eine intellektuelle Pioniergruppe. Aber ich kann euch daran erinnern, es ist tatsächlich eine der wichtigsten Dinge, die man tun kann, individuell. Aber nicht im Sinne von verbieten, sondern sich einfach mal klar zu machen, was Fleischproduktion eigentlich bedeutet. Nämlich für jedes Kilo Fleisch produzierst du unglaublich viel Wasserverbrauch und sehr, sehr viel Landverbrauch. Und aus den 20 Kilo Mais und Soja wird ja nicht ein Kilo Fleisch nur so, sondern da werden auch noch 20 Liter Gülle draus. Das stinkt zum Himmel im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder, der mal auf einer Landarztpraxis war, weiß, wovon ich spreche. Wann würde das auch Städtern wie euch bewusst, wenn man an der Supermarktkasse ab heute für jedes Kilo Fleisch auch so einen 20 Liter Eimer Gülle mit ausgehändigt bekommt? Und dann ist man selber verantwortlich, wohin damit? Und dann heißt es so, das haben Sie mit verursacht, brauchen Sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. Das ist ein kleines Beispiel, wie wir ganz oft die Konsequenzen von unserem Tun überhaupt nicht sehen. Und hier kommt ja wieder der Verbindungsarm zur Gesundheit und eurem Job. Das Verrückte ist, dass Fleischessen sowieso nicht besonders gesund für uns ist.
Das heißt, das, was wir für den Planeten an Veränderungen im Ernährungssystem brauchen, ist sowieso das, was Menschen gut tut. Und das ist das Tolle. Man kann die Menschen, da hat Johan Rockström vom PIC Vorarbeit geleistet, diese Idee von Planetary Health Diet einführen und zu sagen, hey, guck mal, das sieht doch ziemlich appetitlich aus. Bisschen Fleisch, bisschen Fisch, bisschen Ei, aber ganz, ganz viel Gemüse, Nüsse, Obst. Ich finde, das ist ziemlich lecker. Im Gegensatz zu all dem, was man, wenn man sich mal wirklich dafür interessiert, über Tierhaltung wissen kann, wenn man will. Es gibt eine coole Seite, kennt die jemand schon? Ich werde Klimatarier, heißt die. Wenn man sich zum Beispiel klar macht, dass der Unterschied zwischen einer Gemüsesuppe und einer Fleischsuppe das Zehnfache von CO2-Belastung ist, dann frage ich mich doch auch, schmeckt mir die wirklich zehnmal so gut, die Fleischsuppe? Nö. Zwei Wochen reicht auch. Also Klimatarier, guckt mal, was ist euer eigener Essens-CO2-Abdruck? Und das ist mit Radfahren statt Auto und in Mecklenburg-Vorpommern Ferien machen als auf den Malediven der größte Hebel. Aber, und deswegen rede ich auch zu euch als den Klügsten dieses Landes, ihr müsst politischer werden. Denn damit wir das hinkriegen, braucht es eine ganz andere Politik. Wir müssen in den nächsten 10 Jahren schon unseren CO2-Abdruck halbieren. Das ist ziemlich ehrgeizig. In Paris haben sich alle gefreut, weil sie dachten, wir haben demokratisch abgestimmt, jetzt wird sich das Klima auch an unsere Abstimmung halten. Pustekuchen. Die Lücke zwischen dem, wozu wir schon mal Ja gesagt haben und dem, was wir tatsächlich tun, wird immer größer, jedes Jahr. Und deswegen braucht es Engagement von jungen Menschen, wie Fridays for Future. Wer von euch hat schon mal mitdemonstriert? Sehr gut. Warum haben die anderen nicht mitdemonstriert? Uni. Das ist ja auch die Idee von einem Streik. Bist du wegen des Klimawandels hier oder weil du Schule schwänzen willst? Sind sie wegen des Klimawandels hier oder weil wir Schule schwänzen? Ich meine, die Lokführer und die Piloten haben auch nicht in ihrer Freizeit gestreikt. Man könnte sagen, Friday for Future ist nur eine vorgezogene Art von hitzefrei. Als dann Herr Lindner sagte, Mensch, die Jugendlichen sollen doch mal das politische Denken den Profis überlassen, war ich einer von 28.000 Scientists for Future, die gesagt haben, bitte, gerne, hier sind Experten, hier sind 28.000 Leute, die sagen, die Jugendlichen haben leider mit all ihren Anliegen recht. Wir haben eine Bundespressekonferenz gemacht und wodurch wurde sie berühmt? Nicht durch die einzelnen Artikel, sondern durch Riso. Als dieses Video plötzlich abging, wurde ich auf meine alten Tage nochmal YouTube-Star. Und das war ein bisschen seltsam, weil er natürlich diese Dinge verhackstückt hat und sehr, sehr viele verschiedene Themen abgeliefert hat. Ich habe mich aber nur mit dem Klimateil beschäftigt und eine YouTuberin hat mich eingeladen, die Mai von MyLab. Wer kennt die? Sehr gut. Brillante Kommunikatorin für alles, was Wissenschaft angeht. Neue Quarks-Moderatorin. Und ich sehe da ein bisschen zombie-mäßig aus, das ist eine Nebenwirkung von ASS. Deswegen habe ich das danach auch wieder abgesetzt. Mai hat mich gefragt zu dem großen Thema Klimawandel und Gesundheit. Und ich bin sehr stolz, dass das auch 1,8 Millionen, fast 2 Millionen bis heute geschaut haben. Das heißt, das Bedürfnis, diese Dinge zu verstehen und zu fragen, ist das denn wirklich so schlimm, ist riesig groß. Dass auch Protest mit Humor geht, das kann man in englischen Schildern besser sehen als in deutschen. Why get an education when nobody listens to the educated? Das mochte ich sehr. Oder auch Let's make our world greater. Oder if you don't act like adults, we will. Auf eine Art und Weise sind die tatsächlich gerade erwachsener als viele Erwachsene, die sich nur darum kümmern, ob jetzt ihr Dieselfahrzeug im Wiederverkauf gerade ein bisschen was verliert. Aber auch deutsche Plakate können lustig sein. Klima ist wie Bier, wenn es warm ist, ist es scheiße. Und das ist ein Bild der Hoffnung. Denn mit Doctors for Future haben sich viele Studierende
des BVMD, da gibt es eine tolle Initiative von dem Bundesverband der Medizinstudierenden, die Mensch und Umwelt heißt die Gruppe. Und ist jemand zufällig hier, der mit denen Kontakt hat? Wenn es noch da oben? Wie bitte? Ja, dann wäre es mal Zeit, eine Bonner Lokalgruppe zu bauen. Und alle, die Lust daran haben, treffen sich nachher am Büchertisch. Ich möchte jetzt nämlich einen von den Akteuren von Doctors for Future, von der Allianz Klimawandel und Gesundheit hier nach vorne holen. Und der freut sich sicher auch einen herzlichen Begrüßungsapplaus, ein Allgemeinmediziner aus Gummersbach. Herzlich willkommen, Ralf Kolewski. Hallo Ralf. Servus. Du bist heute extra aus deiner Praxis gekommen, um der nächsten Generation von Ärztinnen und Ärzten zu sagen, warum es sich lohnt, auch diese Aufgabe als eine Ärztliche zu begreifen. Warum ist das für dich so ein Thema? Erstmal muss ich meine Alte verlegen. Ist ein Ärztliche Grund studiert und ist auch was aus dir geworden. Ist was aus dir geworden. Ich bin in Gummersbach tätig, also meine Ärztin, Psychotherapeut, Mediziner. Ich arbeite mit Patienten aus 54 Herkunftsländern, über die Flüchtlinge sind noch 18 dazu gekommen. Wir arbeiten mit mehrsprachig, das heißt die ganze Seidenstraße auch von Unter- und Nordafrika und ist bei mir als Patient zu Hause. Und die Hausarztpraxis ist ein Ort der Versorgung und natürlich auch die ganzen Lebensgeschichten in allen Altersgruppen spielen sich bei mir ab. Und das Thema, wie man lebt, wie man sich ernährt, wie man bewegt und auch wo man herkommt, was man beobachtet, ist Thema der Sprechstunde. Das hat einen großen Einfluss auf die Gesundheit. Ich bin selber in den Themen seit Jahren unterwegs, bin kommunalpolitisch aktiv, bin tätig bei der Global Family Doctors, das ist die Weltorganisation der Haus- und Familienärzte. Wir arbeiten mit der WHO zusammen, ich bin in meinem Gruppe, ich bin mit Kollegen in Australien, Kanada im Austausch und bin jetzt nach all diesen vorbereitenden Jahren von viel Lesen und bin ich auf der Aktionsebene gelandet. Und da findet eigentlich die eigentliche Änderung statt. Das betrifft meine Praxis, Entwicklung eines Konzeptes Klimasprechstunde, wo sich Lebenswirklichkeiten abbilden, die in Deutschland nicht so erzählt werden, die aber auf Gesundheit Einfluss haben. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass wir wissen aus der evidenzbasierten Medizin, dass Lebensstil achtmal wirksamer ist als Medikamente, auch in der Sekundärprävention bei Corona-Herzkrankheit. Wer nur Medikamente nimmt, hat ein höheres Sterblichkeitsrisiko bei einer Corona-Herzkrankheit nach präventiver Intervention nach 5 Jahren. Ist die Sterblichkeit ohne Lebensstiländerung 18%. Und wenn man Ernährung und Bewegung, Rauchstoff auch und Entspannung, das heißt auch psychische und mentale Prozesse, versterben nur 2%. Das heißt, wir haben belastbare Studien und brauchen Medikamente McCormick, der wunderbare kanadische Pharmakologe, den wir auch im Qualitätsgipfel einsetzen, öffnet ja die Augen, wie man gesünder werden kann. Und ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, wir leben in einem System, was auf ICD-10-Diagnosen aufbaut. 14.000 Krankheiten, aber die entscheidende Frage ist, was ist Gesundheit? Es gibt keine ICD-10-Diagnose für Gesundheit. Und viele Menschen haben die Vorstellung, Gesundheit ist die Welt von Krankheit. Also eine fehlende der 14, also keine der 14.000 Diagnosen. Aber damit sind die Rückstände in Deutschland, weil in der Agenda 2030 steht Well-Being vor Ort. Das heißt Wohlbefinden. Und zwar in psychischer, sozialer Hinsicht, mentaler und, wenn wir die Umfrage machen, was Menschen wirklich macht, auch in Übereinstimmung mit einer gut funktionierenden natürlichen Umwelt. Und damit sind wir beim Thema. Nun gibt es ja wenig Ärzte, die wie du sozusagen so ihre Scheuklappen mal fallen lassen und sagen, dass das Menschen gesund und krank macht, ist im größeren Kontext zu sehen. Warum sind wir denn in Deutschland auch institutionell da 10 Jahre hinterher? Wenn man sich anguckt, die Weltärzteorganisation, der Lancet und auch der Papst, ja, hat schon eine Menge kluge Sachen zum Thema Klimawandel gesagt, aber von Deutschland funktionieren das ja nicht alles. Das ist das mit dem Wort ab und
Top-Down-Strategie. Wir haben in Deutschland das Vordenken, wir haben sehr viele Top-Down-Strategien, und das deutsche Gesundheitswesen ist durch SGB-15 geschützt. Und wenn man den Horizont öffnet auf die internationalen Agenda, im Vergleich zu den britischen Kolleginnen und Kollegen auf den Pflegeberufen, der UK Health Alliance und Climate Change, alle Berufsgruppen kämpfen für schnelle Dekarbonisierung, machen Druck auf die Regierung, sind mit 24 Wissenschaftszentren vernetzt, mit der Lancet-Gruppe zwischen 150 Ländern publiziert. Auch deutsche Wissenschaftler sind beteiligt, aber sie veröffentlichen in angloamerikanischen Peer-Review-Fachzeitschriften, mit denen in Deutschland in der Fachpresse wenig berichtet. Ich habe selber geguckt, die Veröffentlichung zum Stichwort Climate Change in dem britischen Medical Journal 50 Mal so viel wie im deutschen Ärzteblatt. Das heißt, wir sind verblendet und international hinterher. Aber ein kleiner Erfolg ist uns ja gelungen, dass der Deutsche Ärztetag nächstes Jahr das Thema Klimawandel auf die Agenda nimmt. Nun sind wir hier in Bonn und Bonn hat eigentlich eine ganz, ganz tolle Infrastruktur zum Klimathema. Und hier ist einer der Pioniere, nämlich der Chef von Germanwatch. Was macht Germanwatch und wo könnten auch Studierende, die sich jetzt dieses Thema erwärmen, einmal in der Allgemeinarztpraxis, aber auch sagen, in der übergeordneten politischen und Umweltarbeit andocken? Germanwatch hat sich die Aufgabe gesetzt, seit 1992 der Politik und der deutschen Wirtschaft auf die Finger zu schauen, dass sie die Dinge, die zum Beispiel für den Klimaschutz oder auch für die Umsetzung der Menschenrechte global notwendig sind, in der Politik nicht umsetzt. Im Prinzip machen wir das, dass wir gebrochen heilen, wenn man das so will, dass wir versuchen, das beste Argument zum Einsatz zu bringen und dass wir gesellschaftliche Allianzen aufbauen. Mit Gewerkschaften, mit der Entwicklungspolitik, jetzt im Moment auch mit der Sicherheitspolitik, mit dem Finanzmarkt, um diese Themen wirkungsvoll mit umzusetzen. Und wir würden das sehr gerne auch mit Medizinern gemeinsam machen. Warum habt ihr da eine Schlüsselrolle? An wen glauben die Leute denn noch? Die glauben nicht mehr an Parteien, die glauben auch zu weiten Teilen nicht mehr den Medien, aber einen Arzt in der Praxis oder auch einem Verbund hier wie in Bonn von wissenschaftlichen Institutionen, die haben noch ein Gewicht in der Bevölkerung. Und deswegen ist es auch mein Anliegen, dieses Thema in die breite Öffentlichkeit zu bringen, weil nur dann werden wir überhaupt eine Chance haben zu überleben als Menschheit. Und das ist eine ärztliche Aufgabe, Leben zu schützen, Gesundheit zu fördern und auch auf Gefahren hinzuweisen und Breaking Bad News, auch das ist unser Job, deswegen heute auch ungeschminkt mal die Wahrheit, kann keiner sagen, er hätte es nicht gewusst. Ihr beiden seid auch nachher da unten ansprechbar und könnt dann auch weiter für die interessiertere Kleingruppenarbeit zur Verfügung stehen. Herzlichen Dank! Wir haben innerhalb von 50 Jahren ziemlich viel angerichtet und die nächsten 50 Jahre werden darüber entscheiden, wie die nächsten 10.000 Jahre werden. Die Grundlagen von guter Medizin sind nicht durch die Medizin zu sichern. Und das ist auch eine Folie von Johann Rockström, dem Chef vom Potsdamer Institut für Climate Change. Wir haben in weiten Teilen diese Planetary Boundaries, diese Grenzen der Belastbarkeit schon überschritten. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass durch diesen Verlust des Jetstreams, der uns die nächsten heißen Tage auch nicht mehr nur an einem Ort Ernte ausfällt, sondern gleichzeitig an vielen Orten auf der Welt parallel plötzlich nichts mehr wächst. Alles verdorrt. Und wir denken immer, ich gehe doch in den Supermarkt und kaufe mir ein. Wir wissen gar nicht, wie fragil und wie auf wenigen Ernten unser ganzes Ernährungssystem beruht. Deswegen kann man viel über gesunde Ernährung reden, aber die Basis muss erstmal da sein. Die Hebel, die wir als Ärzte angehen können, ist vor allen Dingen Food Consumption und natürlich auch Transport. Und Ralf, du hast es gar nicht erwähnt, du machst deine ganzen Hausbesuche auf dem Fahrrad, aber dafür könnte man mal einen kleinen Applaus spendieren. Und Krankenhäuser selber sind auch Teil des Problems. Ein einzelnes Bett im Krankenhaus hat den Energieverbrauch von einem Doppelhaus. Ja?
weil man unglaublich viel erhitzt, weil man unglaublich viel wegschmeißt und. Auch da gibt es viele Hebel zu nutzen. Ein gutes Leben braucht ein klares Ziel. In Bonn gibt es auch die UN. Das ist ein bisschen verwirrend, 17 Ziele zu verfolgen, aber das ist eigentlich das, was in der Diskussion fehlt, dass wir sagen, wohin wollen wir mit diesen Planetary Health Konzepten? Dahin, dass zumindest wir auf diesem Hochzeitskuchendiagramm wir Wasser, Luft und sauberes Essen und Artenvielfalt erhalten. Wenn ihr euch schlau machen wollt, dann könnt ihr auf diese Seite gehen, Klug, Deutsche Allianz, Klimawandel und Gesundheit. Und ihr könnt euch auch klar machen, dass das nicht nur ein globales Thema ist, sondern auch durch die Erwärmung bereits jetzt viele blöde Insekten sich ausbreiten können, bis hin zu asiatischen Tigermücken, die Malaria und Denguefieber übertragen können, dass allergene Pflanzen sich ausbreiten und dass unsere Artenvielfalt auch in unserem Bauch bedroht ist, nämlich all das, was man heute unter Biomforschung nimmt. Und so kurios das klingt, aber wir schulden den künftigen Generationen auch gesunde Darmbakterien. Warum? Weil wir gar nicht wissen, wie diese Zusammensetzung, diese Artenvielfalt in uns unsere Gesundheit bestimmt, sollten wir aufhören, die zu zerstören mit Antibiotika, die keine Sau braucht. Und gerade für euch, die ihr doch gerne auch Filme runterladet, überlegt ab und an, welche unglaublichen Datenmengen, Serverbewegungen und elektrischen Stromverbräuche da dranhängen, dass wir ständig Clouds hoch und runterladen. Eine gute alte DVD gucken kann auch sehr romantisch sein. Und das sagen nicht nur die Öko-Freaks, das sagt inzwischen auch das World Economic Forum in Davos. Ich finde, die Welt ist schade, wenn wir sie uns nicht anschauen. Überlegt euch, wie weit ihr fliegen wollt und ein Wochenende in New York vielleicht nicht, aber eine Auslandsformulatur kann einem den Blick für das Leben schärfen. Wir haben unseren Scheiß in den Weltmeeren verteilt. Wir denken immer, ah, wenn ich da bin, dann komme ich zu mir. Und lauter andere Leute denken das auch. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr euch so ein Lonely Planet gekauft habt und dann ist so der super Geheimtipp drin und man vergisst, dass so ein Ding 200.000 Auflage hat. Um etwas Positives zu sagen, alle Klimaziele sind noch erreichbar, wenn wir genügend politischen Willen dafür aufbringen. Und deswegen denkt an euren ökologischen Fußabdruck, aber denkt vor allen Dingen als eine der Gruppen, auf die in dieser Gesellschaft noch gehört wird, an euren ökologischen Handabdruck. Was ist damit gemeint? Ihr werdet gehört, wenn ihr euch einmischt. Ihr werdet gehört mit der Autorität eines weißen Kittels, eines Medizinstudiums, einer Autorität, die sagt, wir wollen das Leben bewahren. Das ist unser Job, das ist unsere Ethik. Seid Hippokrates, engagiert euch. Denn the greatest threat to our planet is to believe someone else will save it. Ihr seid Träger der Hoffnung. Wenn ich euch vorhin gesagt habe, wie wichtig einzelne Worte sein können für den Heilungserfolg, möchte ich euch natürlich auch nicht hier nur deprimieren, sondern euch auch sagen, es gibt eine Menge zu tun, aber Deutschland kann gerade als Modellland für weite Teile anderer Länder Vorbildcharakter haben. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schreibt ihr eine E-Mail. Vielleicht wollt ihr das jetzt gerade mal eintippen. Vorlesung@hirschhausen.com. Dann kriegt ihr, wenn der Server nicht gleich zusammenbricht und wenn ihr das alle parallel macht, eine Bestätigungsmail und dann kriegt ihr das Skript in den nächsten Tagen zugeschickt mit den aktuellen Links. Vorlesung@hirschhausen.com. Wer noch so ein bisschen analog unterwegs ist, für den haben unsere Mitarbeiter von Humor Teilen ein kleines Take-Home-Paket zusammengeschnürt. Das besteht aus dem Buch, der CD, Wunderheiler, dem Live-Programm und einem Sonderheft von Gehirn und Geist über Humor und positive Emotionen, wo auch viel über die Heilkraft des Humors drinsteckt. Und das Ganze kostet normalerweise irgendwie 40, aber weil ihr ja Studierende seid, gibt es das Ganze unter Umgehung des Ladenpreises, das schneiden wir raus, für 20 Euro. Wird nicht gefälscht. Ich bin nachher auch noch da, ich schreibe auch ungeniert Frohesfest Horst oder so in ein Buch rein, dann habt ihr schon ein Weihnachtsgeschenk und ihr wisst, wie schwer es ist für Horst, was Passendes zu finden. Und wer nicht so weit vorausdenkt, also
für alle Männer gilt, ich schreibe auch für dich. Dann hast du auf alle Fälle schon eingeschenkt, auch wenn du jetzt noch gar nicht weißt, für wen. Für dich passt immer. Heute ist auch der Generalanzeiger hier und wird über diese Veranstaltung etwas schreiben. Und deswegen würde ich gerne ein Selfie machen mit euch allen. Wer neben jemandem sitzt, neben dem man nicht gesehen werden darf, kann sich jetzt noch umsetzen oder unter den Tisch verkriechen. Aber noch schöner wird es übrigens, wenn ihr alle die rote Nase aufsetzt. Kriegen wir das hin? Und an dieser Stelle auch Dankeschön an alle Helfer, die geholfen haben, die Tickets zu ticken und die Nasen zu verteilen. Ein Applaus für alle Helfer. Klatsch mal noch weiter, das sieht gut aus. Oh, hier, ist noch gerade so mitgekommen. Ich mach mal noch eins von hier. Und ich stelle es auch bei Instagram rein. Und auch bei Facebook. Man muss Facebook nicht mögen, kann trotzdem gefällt mir drücken. So. Alle rück. Jetzt habe ich gar nicht darüber geredet, was humorhaft heilen eigentlich macht und was ihr mit dieser roten Nase anstellen könnt. Habt ihr noch 3 Minuten? Ja? Gut. Wer gehen muss, darf gehen. Das ist ein freies Land, aber ich erzähle euch noch kurz, was die Idee meiner Stiftung war. Achso. Das zeige ich euch mal zwischendurch, wie man Diabetikern erklärt, was Insulinresistenz ist. Das war tatsächlich komplett improvisiert. Max Gehmann kennt ihr vielleicht von Switch die Laune. Und jetzt erzähle ich, wie Insulinresistenz eigentlich sehr einfach zu verstehen ist. Also, das ist eigentlich mein Lebenselixier, nämlich komplizierte Dinge so zu erklären, dass es bei Menschen ankommt. Und wenn ihr sowas findet und wenn ihr jemanden habt, der so ein bisschen wissen will, was ist eigentlich Diabetes, nutzt es. Humor ist ein wunderbares Tool. Kommt im Schirembel bislang noch ein bisschen zu kurz. Lachen, queres, Transfer-Sprint, breites Verziehen des Gesichts bei beidseitiger Faciales, Parese, Vergleiche, Zwangsaffekte. Und das ist der alte Pschyremmel. Und ich bin ein bisschen stolz, denn eine meiner großen Achievements in Life war, dass der neue Pschyremmel 3 neue positive Einträge hat, nämlich über Lachen, über Klinik-Clowns und über Humor. Aber es kauft keiner mehr, weil ihr inzwischen alle online guckt. Lachen ist tatsächlich das beste Anti-Stress-Mittel und in der Kommunikation auch wunderbar. So kann man zum Beispiel auch den Sinn von Gemeinschaftsschutz, sprich Herdenimmunität, erklären. Gerade in einer Zeit, wo das antiwissenschaftliche Dumpfbackentum sich unglaublich viel Raum nimmt, haben wir tatsächlich untersucht, dass humorvolle Kommunikation auch über Impfrisiken die allerbeste Variante ist.
Und womit sind wir berühmt geworden? In den Clowns-Visiten. Die Clowns sind die Eisbrecher auf der Station. Wer von euch hat schon mal Clowns im Krankenhaus erlebt? Vor 20 Jahren, als wir begonnen haben damit, war es noch sehr exotisch. Heute ist es fast normal geworden. Und das ging mal los bei den onkologischen Kindern, aber weil ich selber in der Kinderneurologie gearbeitet habe, fand ich das auch immer unfair, dass für Krebserkrankte unglaublich viel gespendet wird und für viele andere Erkrankungen praktisch nichts. Da versuchen wir auch ein bisschen ausreichend Gerechtigkeit walten zu lassen. Und wir bemalen auch Räume so, dass man sich da wohlfühlt. Und eine wunderbare Kooperation, weil unser Office jetzt in Bonn ist, ist, dass wir für das neue Eltern-Kind-Zentrum, was hier oben auf dem Venusberg entsteht, auch Kooperationspartner sind. Und wir werden da auch Räume mitgestalten und Ideen liefern, wie der Aufenthalt sozusagen von den Kindern weniger stressig und positiver erlebbar wird. Und deswegen danke ich an dieser Stelle auch allen, die für Humor auf Teilen arbeiten. Und könnt ihr einmal aufstehen? Das ist Daniela Horstmann und Chiara Bentsch, die auch heute hier noch Ansprechpartner sind. Chiara zum Beispiel organisiert die ganzen Workshops für die Pflegekräfte und auch da können wir gerne nochmal ins Gespräch kommen, ob das nicht auch noch hier zu verstärken wäre und auch die Vorlesungen. Ich komme zum Schluss. Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy, ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Wir können das Leben nur begrenzt bescheißen, aber wir können dafür sorgen, dass die Menschen unterschiedlich viel Spaß auf dem Weg haben. Was wünsche ich euch? Dass ihr neugierig bleibt auf alles, was zwei Seiten hat. Und dass ihr nie vergesst, dass das ganze Leben ein Wunder ist. Wie eine Wunderkerze. Es brennt ab, so oder so. Wundern müssen wir uns selber. Und deswegen habe ich ein kleines Ritual, dass ich auch diesen Raum nicht verlasse. Nehmt mal die Nase in die Hand. Und ihr überlegt euch, was war für euch heute der Moment, wo ihr ein Aha hattet, wo euch was klar wurde, was euch wichtig ist, wo ich euch erinnert habe an etwas, wofür ihr mal gestartet seid oder an ein Vorbild oder an eine Begegnung, die ganz viel positive Energie freigesetzt hat oder. Macht euch kurz klar, was war für euch der entscheidende Moment, denn solche 2 Stunden verfliegen schnell, aber ich wünsche mir, dass jeder von euch einen Moment mitnimmt und den könnt ihr an die Nase koppeln. Und wer hat einen klaren Gedanken, einen Take-Home für sich gefunden in der Vorlesung? Einmal summen, 1, 2, 3. 5 möchte ich hören. Was nimmt hier der pädiatrische Kollege mit? Tja, super. Für mich ein neues Thema war jetzt tatsächlich Erdgesundheit, also da die Zusammenhänge zu haben, neben der ganzen Klimabewegung, die gerade läuft. Ja, das ist auch ziemlich neu. Aber wenn man zum Beispiel Planetary Health googelt oder auf die Lancet-Seite geht, sieht man, andere Länder, wo Public Health viel stärker im Fokus ist, sind da echt voran. Und wir können aber aufholen, in Bonn gibt es ganz, ganz viele Institutionen, die da dran sind. Nicht nur German Watch, sondern auch die UN und auch viele andere sind hier dran und jetzt wird auch ein, Das heißt Innovationscampus Bonn, die Bonner Allianz für Nachhaltigkeitsforschung, die sich eben halt mit verschiedenen Institutionen zusammentut, also die Universität, aber eben auch die Fachhochschule Bonn am Sieg, das Deutsche Zentrum für Entwicklungspolitik, EZKPB, so eine Allianz zu gründen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Das heißt also auch für die Studierenden der verschiedenen Fächer, die hier versammelt sind, wer dafür interessiert, wird auch eine gute Bachelorarbeit oder Doktorarbeit auch in diesem Bereich. Was nimmst du mit? Was war dein Aha? Ja, das ist ein Hebel, aber werdet politisch, weil kein Einzelner dafür sorgen kann, dass zum Beispiel endlich Bahnfahren viel, viel billiger wird als Fliegen innerhalb Deutschlands. Das ist so total absurd, dass es nach Berlin weniger kostet zu fliegen, als mit dem Zug zu fahren. Das muss sich ändern und dafür braucht es auch starke politische, engagierte Ärzte und Ärztinnen und Pflegekräfte. Was war Ihr Aha? Mein Aha. Der Humor, dass der wirklich fehlt und dass der geschärft werden muss und der ein bisschen Angst für sehen wird.
Und auf welcher Station arbeiten Sie? Ich habe lange in der Onkologie gearbeitet und dann auf einer internistischen Station befindlich in der Ambulanz. Wir schenken Ihnen, Chiara, das ist Ihre Frau, wir schenken Ihnen einen Workshop für Ihr Team mit dem Trainer von Humor teilen. Ja. Das sind 15 Leute, die da über 3 Stunden geschult werden und Sie werden wiederentdecken, wie viel Freude es macht, sozusagen in Kontakt zu gehen und mal wieder Quatsch zu machen und zu merken, ach ja, ich muss mich ja gar nicht immer so zurücknehmen, ich kann auch so sein, wie ich bin und das tut allen Seiten gut. Ich muss sagen, ich habe immer sehr viel Spaß gemacht. Das glaube ich sofort. Aber dazu gehören ja immer 2 und es ist immer leichter, die Stimmung im Team runterzuziehen, als aufzubauen. Und es reicht, es gibt auch sozusagen eine Jammerkultur, denn wer jammert, der ist nicht allein. Und deswegen machen wir zum Beispiel eine Übung, sich bei der Übergabe vorzunehmen, dass man mindestens eine schöne Patientengeschichte auch bei der Übergabe erwähnt. Weil das vergisst man oft in dem Stress und in der Frühchenheilkunde waren das zum Beispiel immer diese Fotos, die man gekriegt hat, welche Kinder sich inzwischen weiterentwickelt haben. Und das tut unheimlich gut, wenn man nicht mehr weiß, wofür man das macht. Weißt du hier, Kevin kann jetzt Rad fahren und hätte ich damals gar nicht geglaubt bei der Hirnblutung. So, was nimmst du mit, Lisa? Also ich muss sagen, ich habe 5 Minuten Schluss aus meinem Magen. War das so? Ja. Also kenne ich ein bisschen besser von meinem Job. Dachte mir, vielleicht kann man tatsächlich auch mal eigene Sachen zurückgeben, eben so in Bezug auf, dass man im Krankenhaus auch vielleicht mal mit den Patienten auch in deinem Kommentar als Kind ein bisschen netter umgehen könnte und eben auch zum Beispiel unter Narkose vielleicht nicht die Live-Kommentare von. Es gibt sowas wie intraoperative Wachhalter. Da wundert man sich manchmal, woran die Leute sich unbewusst erinnern. Was nimmst du mit? Man kann immer noch mehr machen, sei es als Arzt, sei es in der Umweltpolitik oder sonstiges. Wenn man sich nicht engagiert, ändert sich auch nichts. Und wer, wenn nicht ihr, hat das Zeug dazu? Mal ganz ehrlich. Was nimmst du mit? Also ich fand auch die Folie mit dem, was in den nächsten 5 Jahren passiert, bestimmt die nächsten 10.000. Also auch, dass wirklich wir diejenigen sind, die jetzt was ändern können. Ja, das sind tatsächlich diese Tipping Points, die darüber entscheiden, ob die Erde bewohnbar bleibt oder nicht. Und das da gucken viele Leute nach Deutschland. Wenn wir das nicht gewuppt kriegen, dann denken ja, dann ist uns auch egal. Klar stößt im Moment Afrika und China mehr Kohle mit den Kraftwerken aus. Aber wir haben damit angefangen vor 100 Jahren. Und deswegen sind wir historisch unter den Top 5 Emittenten. Und die Leute, die darunter leiden, sind nicht in Deutschland, noch nicht. Aber wenn wir nichts ändern, kommen 400 Millionen Menschen dort, wo sie sind, nicht mehr zurecht und müssen migrieren. Und dann haben wir spätestens damit auch zu tun. Und noch ein positives Aha. Was hier, die hat ein bisschen was von Muppet Show hier, so die Riege hier. Was nehmt ihr mit? Ein Gedanke? Die Empathie, also durch die Formen, die jetzt im klinischen Team da steht, vergisst man das einfach. Man hat einfach die Bücher vor Augen, die Theorie. Dankeschön, ja, behaltet das. Und jeder von euch hat offensichtlich eine Idee und ich jetzt schicke euch noch in den Abend mit der Geschichte vom König im Krankenhaus. Die ist auch in dem Buch und tatsächlich einer unserer Humortrainer musste am Ellbogen operiert werden und wurde stationär aufgenommen. Und dann kamen die Schwestern, alle sind charmant, und sagte, legen Sie sich jetzt ins Bett, ich fahre Sie in OP. Und er sagte, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ich werde am Ellbogen operiert, ich habe 2 gesunde Beine, ich würde gerne laufen. Und dann kam der Killersatz, es ist Ihrer Sicherheit. Dann weißt du, nicht diskutieren. Wie fühlt sich das an, im Bett auf dem Rücken liegend geschoben zu werden? Das ist gelernte Hilflosigkeit. Du schaust in die Nasenlöcher von Leuten, du schaust auf billigste Neonröhren, du schaust auf den Galgen, der über dir baumelt. Das alles macht dir völlig unnötig Angst. Es sollte Pflichtübung in der Ausbildung von jedem Gesundheitsberuf sein, einen ganzen Tag lang im Bett auf dem Rücken durch ein Krankenhaus geschoben zu werden. Dann wüsstest du, wie das ist. Und dann würdest du anders mit den Leuten umgehen. Wer hat das schon mal von euch gemacht? Macht das mal gegenseitig. Ihr werdet danach die Welt mit anderen Augen sehen. Wir erzeugen ständig sozusagen unnötig Angst und Hilflosigkeit. Alfred Gerd, dem das passiert ist,
erlaubte mir, diese Geschichte zu erzählen. Denn sie hat eine zweite Episode gehabt. Er musste nämlich nochmal ins Krankenhaus und hat diesmal gedacht, jetzt schlägst du das System mit eigenen Mitteln. Er bremste auf dem Weg zum Krankenhaus bei Burger King und organisierte sich so eine Pappkrone vom Kindergeburtstag. Hatte natürlich wie ihr jetzt auch eine rote Nase dabei und rollte eine Zeitschrift zu einem Zepter zusammen und versteckte das alles sorgfältig unter seinem Bett. Er freute sich schon diebisch, bis die Schwester kam, um die zu schieben, ließ sie drei Ecken lang gewähren und dann plötzlich setzte sich mitten im Gang aufrecht hin, Krone ins Haar, Zepter in die Hand, Nase ins Gesicht und er winkte majestätisch allen zu, an denen er vorbeigefahren wurde. Ein Bild für die Götter. Ich liebe diese Geschichte aus drei Gründen. Erstens, sie ist wahr. Zweitens, sie zeigt, wie manchmal mit minimalem Einsatz aus einer Situation der Hilflosigkeit eine Situation der Heiterkeit wird, wie aus einem Käfer auf dem Rücken ein König im Krankenhaus werden kann. Und Humor ist nachhaltig. Jahre später sitzt Alfred in einem Café, ein Mann kommt auf ihn zu und sagt, entschuldigen, dass ich Sie so anstarre, aber wurden Sie schon mal am Ellbogen operiert? Er sagte, ja, woher wissen Sie das? Ich war in Ihrem OP-Team. Und ich möchte Ihnen eins sagen, der Moment, wo Sie mit der Krone, dem Zepter und der roten Nase bei uns in OP gefahren wurden, den haben wir nie mehr vergessen. Und immer wieder, wenn wir selber an unsere Grenzen kamen, haben wir Timeout gemacht, haben wir durchgeatmet, haben wir uns gegenseitig an diesen Moment erinnert. Da haben wir gelächelt, da haben wir gelacht, da haben wir uns in die Augen geschaut und dann konnten wir weitermachen. Unterschätzt nie die Heilkraft des Humors und die Kraft von eurem Engagement für eine bessere Zukunft, zur Gesundheit von uns allen. Und deswegen herzlichen Dank an meine Gäste und herzlichen Dank an euch. Ich setze auf euch. Dankeschön. Danke.